So, da sind wir wieder zurück zu einer neuen Folge Miss Survival. Was wollte ich jetzt machen? Ich weiß es nicht mehr. Doch, hier Munition erstmal wegpacken. Die brauchen wir erstmal nicht. Diesen komischen Seitstreuer brauchen wir auch nicht. Das werden wir dann gleich brauchen. Denn wir haben jetzt... Hallo? Hier. Mehr. 31 Minuten. Ja, hallo? Okay, das braucht noch ein Weilchen. Dann gucken wir mal weiter. Wir brauchen auf jeden Fall die Pickaxe. Oh ja, okay, gut. Ja. Ach, das ist zum Craften. Ah, okay. Munition, Stein, Stock, Brett. Irgendwo brauchten wir doch noch was. Hier noch ein Stock. Bitte einmal herstellen. Die hier ganz kurz raus. Den Stock aufnehmen. Und uns fehlt hier das Messer. Scheiße. So, dann packen wir die Knarre erstmal weg. Die kommt hier rein. Dahin bitte. So, wir müssen auf jeden Fall wieder Bäume fällen. Das werde ich aber offscreen alles ganz in Ruhe machen. Denn das ist wieder so eine langweilige Sache, mit der ich euch nicht belästigen möchte. Klebeband. Komponenten erstmal hier rein. Das erste Mal hier rein. Hier, das da. Das war für... Immer erstmal schnell den hier fertig. Das hier machen wir fertig. Und hier brauchen wir natürlich auch noch ein bisschen was. Ist das einzige, was noch offen? Ah ne, hier draußen die zwei. Das da. Das. Das. Da. Das und das SWAT-Helm und hier die Komponenten mitnehmen. Die Komponenten kommen wieder hier rein. Die Munition kommt hier oben rein. Hier Werkzeug. Da kommt die Schaufel rein. Da kommt der Hammer rein. Da kommt die Axt. Behalt mal. Das Messer kommt wieder hier rein. So, die Ausrüstungsgegenstände kommen erstmal hier rüber. Ja gut, dann kommst du erstmal mit hier hoch. Wo habe ich jetzt diese verdammten Streichhölzer und den ganzen anderen Scheiß? Hier. Das... Und das. Stöcker kommen hier rein. Und die Bretter auch. Der Stoff ist, ja, so. Essen ist leider Gottes voll. Aber den Zucker kriegen wir hier noch unter. Nein, auch nicht. Da können wir doch auch gleich mal das hier testen. Und zwar das kommt dahin.
Das dahin, das dahin, der sogar dahin. So, erstmal kurz alles rüberhauen, denn das lässt sich dann wieder besser sortieren hier. So, so, so und so. Genau. Ist das hier denn jetzt endlich mal fertig? Ja. Dann machen wir uns jetzt eine Picke. Und die Zeit vergeht. Und es wird Nacht. In dieser trostlosen Einöde. Das heißt, wir überspringen die natürlich wieder. So schnell und gut, wie es geht. So, und nochmal 6 Stunden, bitte. Nochmal 5 Stunden, bitte. Das ist der einzige Makel. Es hört einfach immer mittendrin auf. So, halt, die Tür kann offen bleiben. Ja. Dann das Holz kommen hier rein. Die Metallbahn hauen wir hier mit rein. Wir brauchen was zu essen. Und noch was. Und was zu trinken. So, den Rest behalten wir, denn wir werden jetzt mal an den See gehen. Und schauen, ob wir das Wasser irgendwie verarbeiten können. Oh, hier liegt einer. Wow, Stoff. Ernsthaft. Hier liegt noch einer. Zwei. Zucker. Das brauchen wir ja für Alkohol. Salz. Aber irgendwie tauchen immer nur 3 auf. Ist vielleicht auch gut so. Flasche füllen. Und das Wasser sieht merkwürdig aus. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich das trinke. Contain Water of Liquid. Ah. Wir versuchen das einfach mal irgendwie hinzukriegen. Dass das. Moment. 1, 2, 3. Es sind halt wirklich wieder nur. Ne, da liegt Nummer 4. Oder ist das noch der vom letzten Mal? Nö, ist ein neuer. Danke fürs Schießpulver oder Schwarzpulver. Da liegt noch einer. Eine Flasche, du Flasche. Liegt hier noch irgendwo einer? Da hinten. Ja. Aber gut. Wir wollten ja versuchen, mit der Baumrinde, die hier kommt, ja, das als Zündmaterial zu nutzen, um ein bisschen was herzustellen. Blätter, Stöcke, Blätter. Ja, komm. Diese Baumrinde kriegt man sehr selten raus. Das ist ein bisschen scheiße. Da müsste der Loot-Drop ein bisschen höher geschraubt werden. Drei Stück aus einem Baum. Ja, komm. Hab dich nicht so. So, da liegt nichts mehr. So.
Wir können ja mal versuchen, Alkohol herzustellen oder irgendwas anderes. So, das da Streichhölzer brauche ich. Die mal wieder keine Ahnung wo sind. Ja, die Gartenhandschuhe. Läuft. Hier. Streichhölzer, Hammer. Wasser, bla bla bla. Moonshine Distiller. Ja, das ist für Alkohol. Und wieso ist denn die noch voll? So. Ah, okay. So, das, da fehlt uns natürlich noch was. Schön. Aber wir wissen jetzt, dass wir hier das Wasser destillieren können, damit wir saures Trinkwasser haben. Das werden wir uns natürlich merken und irgendwann zunutze machen. Hier, Salzstreuer, da rein mit dir. Die leeren Wasserflaschen kommen jetzt erst einmal da rein. Das Holz kommt hier rein. Ei, so viel Holz. Wo soll ich nur damit hin? Blätter, die waren hier drüben. Genauso wie die Flaschen, die können hier also wieder raus. Und dann kann man hier die Rinde reinschmeißen. Das kann raus, das ist nämlich Werkzeug, das kann hier oben mit rein. Und da kommt dann dafür das raus. Das beides bleibt drinne. Was habe ich jetzt rausgeholt? Die Handschuhe. Hallo? Hier. Stoff haben wir da noch Platz? 3 Stück? Ja. Flaschen. Die machen wir mal hier mit rein. Das Fleisch vergammelt sowieso immer mehr, aber wir können ja mal noch eins essen. Da kann ich hier erstmal den Mist reinmachen. So, wir brauchen auf jeden Fall noch Holzbretter, Zahnräder, Kupfer und Eisen. Und das wird auf sich warten lassen. Ach, ich kann mir das hier sogar alles herstellen. Cool. Leder. Wie stellen wir Leder her? Bogen. Ach, dafür ist das. Ah, okay. Ja. Werden wir schon noch hinbekommen. Hier liegt nur ein Blatt. Das ist leer. Aber hatte ich hier nicht irgendwo einen Stein zum Zerkloppen? War mir da nicht irgendwie... Achso, hier unser Wassertank. Den möchten wir auch mal voll machen. Hier war nichts drin. Schade. Kann man das hier zerkloppen? Nein. Das auch nicht. Das auch nicht. Schade. Was liegt hier alles rum? Nix. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir machen jetzt gar nichts. Denn die Folge ist zu Ende.
So, ein kleines Thumbnail noch schießen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde offscreen natürlich wieder ein bisschen was an Ressourcen farmen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.